So, hallo Leute. Heute wollte ich euch mal meinen Bastelbereich zeigen, denn es interessiert vielleicht so manche. Und auf jeden Fall muss ich dafür erstmal hier die Treppe hochgehen. Und da oben ist dann der Bereich. So, gehen wir mal hoch. Und nicht wundern, wenn ich gleich ein bisschen außer Atem bin. Ist gar nicht so unanstrengend hier die Treppe. Entschuldigung. So, und dann wären wir schon hier oben. Und ja, all das hier, das sind nur so ja, Ordner und Hefte. Und das ist also eher von meinem Freund. Und auch hier diese Gemälde sind von meinem Freund. Das ist mein Gips, wie das hier. Da sind meine ganzen Looms. Die ganze Kiste voll. Da ist Zeichenzeug, also alles von meinem Freund drin. Und ich zeige euch ja nur meine Abteilung, das sind leere Kartons von Lieferungen und ja, Ordnern von meinem Freund. So, das hier ist dann schon mal das erste von mir, mein erster Container. Den habe ich hier in der obersten Schublade. Habe ich Sachen, die ich so aktuell verwende oder die ich gerade irgendwie am Bearbeiten bin. Also das ist halt so lauter Krimskrams, Papierreste, was ist noch drin? Handschuhe, Klebeband, hier ist alles voller Krusch. Hier sind ein paar Glitzersteine, weil ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Silikonform, die ich eigentlich immer so benutze. Feuerzeug. Also das ist halt so meine Kruschkiste. Hier sind meine Zangen drin. So, in der zweiten Schublade sind dann so Maschinen. Das sind Tuschestifte, Aquarellstifte. Da hinten habe ich eine Airbrush-Pistole und das ist eine Silikonspritze, das hier. Das ist meine kleine Prägemaschine. Da habe ich eine Heißklebepistole. Das ist mein Embossing-Föhn. Ersatzstifte fürs Airbrush. Mein Stess-On, mein, ja, ihr kennt es bestimmt alle, das Embossing, wie heißt's, Stempelkissen, ein Tris, das Distressing, ich habe einen, habe ich voll toll, total cool, die Teile, Wassertankpinsel, Embossing-Stift, das hier sind Embossing-Pulver, die habe ich mir bis jetzt nur mal in 4 Gramm gekauft, weil da kommt man ja länger mit aus. Das hier sind Pigmente. Und hier das hier, das sind meine ganzen Prägefolder. Zum Beispiel hier den. Ja, also wenn ihr die mal so im Einzelnen sehen wollt, kann ich natürlich auch gerne ein Foto, ein Video machen. Aber die jetzt alle rauszukramen, das ist halt, sind halt schon ein paar, würde ich sagen. Gerade wieder reintun. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber das sind zum Beispiel auch, wo sind sie? Ja, da sind zum Beispiel auch kleine bei, so Briefmarken. Ich finde es jetzt noch nicht. Ja, hätte ich mir ein bisschen anders durchdenken müssen. Und hier in der letzten Schublade, das sind meine ganzen Stempel. Und hier ist die Paper Soft Color. Also das ist, hier hinten ist ein Karton. Aber, ja, man sieht es halt nicht so gut. Aber macht nichts. Da sind irgendwie so 10 Döschen oder so von diesem Paper Soft Color drin. Und ich mag das Zeug überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall, das ist eine Dose. Und da drin ist wiederum ein Schwamm. Und ja, ich setze das mal einen kurzen Augenblick. Ja, so, das hier zum Beispiel ist offen, kann ich euch zeigen. Und da ist halt dann der Schwamm. Ja, und ich weiß nicht, ich mag das Zeug überhaupt nicht. Das waren halt so meine ersten Farben, wo ich halt mit dem Stempeln angefangen habe. Und mittlerweile benutze ich nur noch auch fast ausschließlich das Stess-On Stempelkissen hier oben, weil ich damit einfach besser zurechtkomme.
So, da habe ich drei Goldstempel. Kann ich euch gerne auch mal zeigen, weil ich weiß ja, dass ihr so verrückt seid danach. Ich habe nur den mit der Uhr, den mit dem Hasen und den mit den Blumen. Aber das reicht auch. Da habe ich ein kleines Stamping-Upset. Das ist auch total freundlich, aber ich kriege jetzt nicht auf für Etiketten. Dann habe ich hier so coole Stempel. Rubber Stamps. Die sind total cool. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch mal meine Stempel einzeln sehen wollt, kann ich darüber natürlich auch mal ein Video machen. Das sind die neuen, die ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Da habe ich noch Plastikschablonen. Die kennt ihr sicherlich auch alle aus dem Schiebo. Wie gesagt, das ist so meine Stempelschublade. Hier habe ich noch ein Embossingpulver. Ja. Okay, dann sind wir hier schon mal fertig. Die Stifte rein. Ah, zack. So, da ist ein Mülleimer, ganz normal. Das hier, das ist momentan mein aktuelles Stativ. Das ist ein Locher, aber da kann man hier so das Handy total gut reintun. Ja, was man halt so auf dem Tisch stehen hat. Ein paar Utensilien, noch ein leerer Karton, eine To-Do-Liste. Das Gute an dem Tisch ist, den kann man hier unten so rausfahren. Ja, ich habe jetzt keine Kraft, muss man mit zwei Händen machen. Dann geht's weiter. Da steht ein kleiner Rollcontainer. Da sind aber hauptsächlich Lineale, Zirkel, Klebeband. Und hier unten so Mappen drin. Da ist mein alter Laptop. Dann haben wir da ein Fenster. Und da ist dann wieder so ein Rollcontainer. Da ist meine heißgeliebte Brigitte. Das ist meine Cameo. Und da drin ist eine Matte. Das ist die neue Pixscan. Die ist total super. Die hat hier schon diese Parser-Marker extra. Das heißt, man muss mit dem Programm nicht mehr extra die Parser-Markierungen machen. Da ist eine Karte, die ich zum Beispiel mit der Cameo gemacht habe. Dann sind hier meine Feinliner. Das sind dünne Feinliner. Eine Schneidematte. Vinyl. Also das ist halt so lauter Zubehör für die Cameo. Da ist schon da sind auch zum Beispiel die, da ist der ein Stiftehalter, damit man die Fineliner benutzen kann. Hier sind die Original Sketchpens, die habe ich auch in allen Farben. Ja, ist halt nur Zubehör für die Cameo. Boah, ist nur Zubehör. Ach, mal wieder zumachen. Ja, ich weiß, es wackelt ein bisschen, aber das kennt ihr ja von allen anderen Bastel-Videos, beziehungsweise Roomtour-Videos auch. So, dann habe ich hier Leinwände. Dann fangen wir diesmal aber hier unten an. Da habe ich erstmal Glitzerstifte, weil ich weiß sonst nicht, wo ich die sonst hin tun soll. Dann habe ich hier ein Buch, da sind Papierreste drin. Und vor allen Dingen das Buch, das habe ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Und das ist voller so abstrakter Bilder. Und ich habe mir gedacht, aus den Bildern könnte man doch auch noch irgendwas basteln. Also schon cool. Das sind Einzelpapiere. Dann habe ich hier meine ganzen Motivpapierblöcke. Und noch geprägter Karton und ja, so Zeug halt. Auf der Seite sind dann nur so einfarbige Kartons. Wie ihr seht vom Action, ganzer Arsch voll in Pastelltönen und in Volltönen. Hier unten ist nochmal ein 100er Pack Fotokarton. Ich muss das mal kurz reinpacken, weil ich packe das immer lieber sofort wieder zurecht, weil ich habe ehrlich gesagt einfach keinen Nerv, im Anschluss vom Video dann hier erstmal wieder Klarschiff zu machen. So, in der zweiten Schublade sind erstmal normales buntes Papier. Also das ist ganz normales Papier.
Ja, und dann habe ich hier diese kleinen Blöcke vom Action. Und ja, wie ihr seht, ist das alles voll. Also das sind, ich weiß nicht, 20 Blöcke oder so. Dann habe ich hier das gleiche mit den großen Blöcken. Die habe ich halt alles voll. Da in der, hier im Hintergrund sind noch diese Notizbüchelchen, habe ich einige. Und da sind noch diese Schlüsselanhängerdöschen. Die habe ich hier alle so hinten in der Ecke, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich die sonst hin tun kann. So, was da hinten noch in der Ecke ist, ist Spitzenbordüre, auch aus dem Action. Die kennt ihr sicherlich auch alle, die habe ich auch in rosa, in dunkel und in weiß. Kram ich aber jetzt auch nicht alles hervor. Das liegt da nämlich ganz gut. So, da an der Ecke ist nochmal einfarbiger Leinenkarton und hier so Band, das ist auch ein Nanunana. In der obersten Schublade ist mein altes Buch. Das ist so ein Buch mit so alter Schrift, wo ich halt gerne rausstanze. Dann habe ich hier noch ein Paperpad, das ist total toll. Dann habe ich hier die Bögen, die ich euch in dem Haul-Video gezeigt habe. Ein paar Deko-Marienkäferchen. Meine Lieblingsstanze. Ich liebe die. Ich liebe sie. So, und dann habe ich hier alles von diesem handgemachten Papier aus dem Action. Wisst ihr schon, hier dieses hier. Und dann halt in allen möglichen Farben und total oft. Und hier habe ich so Dekopage-Papier, beziehungsweise Patch-Papier. Das ist hier so ganz, ganz feines Papier. Und hier habe ich so Deko-Stoff selbstklebenden, den ich aber noch nicht benutzt habe. Faltblätter einfarbig, holographischer Karton. Mehrere. Und dann noch von Shibo den holographischen Karton. Da habe ich noch ein bisschen Glitzerpapier. Dann habe ich hier so 3D-Stanzbögen. Das heißt, das ist ein Mobile-Bastelset. Das sind dann Stanzbögen. Haltet mich für dumm, aber ich weiß nicht, wie ich die Stanzbögen zusammensetze. Also, wenn ihr irgendwie ein schönes Tutorial für mich habt, dann könnt ihr mir das ja bitte mal verlinken. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das mache. So, mal kurz reinräumen. So, ach, mein Rücken von den Bücken. Dann habe ich hier so Bäckereitüten, die habe ich von meinem Bäcker bekommen. Ach, jetzt setze ich mich. Dann habe ich diesen Container in der ersten Schublade. Da sind meine doppelten Stickerflakes drin. Licht ist gerade blöd. Das sind meine doppelseitigen Sticker. Und dann habe ich hier so Kettensets aus dem Action. Die verwende ich halt gerne auch mal für Tauschpäckchen. In der zweiten Schublade sind meine Stickerflakes und meine Eulensticker. Ja, hier sind wirklich nur Stickerflakes und Eulensticker drin. Weil die Eulensticker, die habe ich separat gemacht, damit ich sofort immer weiß, wo die Eulensticker sind.
Und ich glaube. Ne, Rub-Ons. Das sind meine Rub-Ons, glaube ich gar nicht. So, in der dritten Schublade sind. Ja, hier ist wieder ein Päckchen. Ich räume auch immer alles in die Pakete rein. Ach so, das hier sind meine Nagelsticker. Huch, da ist schon eins runtergefallen. Zack. Wie gesagt, das sind so kleine Nagelsticker. Und ja, das hier sind Sticker, die habe ich euch ja schon mal in dem Video gezeigt. Hier sind Sticker und Tattoos. Das sind meine ganzen doppelten Sticker. Sticker, die aber aus Papier sind oder fluffy sind, die man bearbeiten muss zum Eingießen. Ich habe nicht gepupst, das war der Stuhl. Hier sind Stempel, die ich doppelt habe. Eine Karte und das hier sind so Acrylelemente. Weiß ich nicht, warum ich die mal gekauft habe. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man damit machen soll. Habe ich hier noch doppelte Pailletten in allen möglichen Farben und noch ja, normale gekaufte Karten, falls man mal keinen Bock hat, was selbst zu machen. Das ist meine Deko-Denn-Schublade. Hier ist alles, was so Spritztüllen und so betrifft. Das hier ist meine Piercing-Schublade mit Piercings, die ich verkaufe. Und das hier ist noch Acrylpulver von meiner. Ich habe mal Nägel selbst gemacht und das ist Acrylpulver. Ich wollte das mal versuchen mit einzugießen, habe es aber noch nicht probiert. Und das ist die letzte Schublade. Da sind so große Pappteller drin, Halsreifen und ja, das sind alles Paletten. Also hier ist alles voller Paletten. Dann habe ich hier einen Karton stehen. Da ist nochmal so ein Spritztüllenteil. Hier ist so Gedöns drin, die alte Stickeralben. Was heißt alte Stickeralben? Stickeralben ohne Inhalt, die man halt immer mal bei Stickersets dabei hat. Da ist auch noch so eine Form. Hier in der Tüte sind auch 5 Umschläge in bunt. Hier ist noch so ein Selbstmach-Kit für so einen Setzkasten. Dann haben wir hier die Schublade. Hier sind bunte Briefumschläge drin, Tüten, die Postsets, oder ein angefangenes Postset aus dem Action. Nochmal Tüten, Briefumschläge in allen möglichen Farben. Hier eine kleine süße Stanze. Da sind nochmal neue Postsets und Geschenkeanhänger. Da sind auch nochmal Postsets, weil die Postsets, die benutze ich auch gerne als Motivpapier. Also da habe ich auch einige. Ich glaube auch so, was weiß ich, 20, 30 Postsets sind da drin. Das ist meine Washi-Tape-Schublade. Die habe ich euch ja auch schon mal in einem Video präsentiert. Das ist meine Schublade. Da sind die Mäuschen drin von der lieben Gabi und von der lieben Christine. Die habe ich auch mal auf unserem Sofa gehabt, aber mein Freund, der wirft die mal runter. Ich weiß nicht warum. Die lege ich mir mal auf Seite, weil die müssen wieder woanders hin. Die kommen mit ins Bett. Ja, und hier habe ich dann noch Karten drin von euch. Hier ist noch Stickgarn. Hier sind vereinzelt kleine. Ich weiß gar nicht, was das da drin zu suchen hat, manches. Einfach mal reingeworfen, Hauptsache weg, ne? Hier sind auch noch kleine selbstgemachte Sachen von euch drin. Viele von den selbstgemachten Sachen habe ich ja aber unten am Fernsehen stehen. Hier ist Wolle
oder was auch immer, Bonbon-Garn vom Action. Und das hier ist mein ganzes Band. Aber ich habe gar nicht so Ripsband wie ihr, sondern das hier ist alles hier so, so Webband und das noch irgendwie so ein Set. Und das war auch mal echt teuer. Das ist also alles so Band. Also wie gesagt, wenn ihr das mal einzeln sehen wollt, dann kann ich euch das auch gerne wirklich mal einzeln zeigen. Gerade hier das Band, das ist total schön. Also das würde sich schon lohnen, darüber mal ein Video zu machen. Geht's wieder nicht zu. So, dann habe ich hier eine Ecke. Das hier sind leere Boxen. Da sind auch leere Boxen. Hier, das hier ist ein Inhalt für ein Tauschpäckchen, was bald ansteht. Hier sind noch alte Stifte und hier, das hier ist so ein Reaktionsspiel. Da muss man. Der Highscore beträgt 100. Das ist voll cool. Da muss man so immer die Mitte treffen. Seht ihr? Immer die Mitte treffen. Und das ist total geil, das Teil. Auf jeden Fall ist sehr cool. Es nervt jetzt und tüdelt vor sich rum, aber das hört auch gleich auf. So, dann habe ich hier, das ist ein Eimer mit Tauschsachen. Da ist ein Box mit kleinen Tic-Tacs und Süßigkeiten. Ah, ich mach mal kurz auf Stopp. Na, mache ich nicht. Hört gleich eh auf. Da ist Silikon drin, aber das ist so Bausilikon. Das sind so Würste. Ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. Das sind halt so Würste. So, jetzt ist das Ding wieder aus. Dann habe ich hier... Oh Mann. Hier ist Nagellack drin. Hier, das hier sind Unterlagen von der Schule. Hier sind auch Sachen drin zum Tauschen. Also hier ist schon abgepackter Glitzer und so Zeug drin. Hier, das ist meine Pastamaschine. Hier sind Tüten und ja, kleine Döschen. Hier ist alles voller so kleinen Döschen. Hauptsächlich diese Döschen. So, um halt Dinge zu verpacken. Ein bisschen zur Seite schieben. Hier sind meine ganzen Organza-Säcke und meine ganzen, ja, hier ist alles voller Organza-Beutel und von diesen Plastikbeuteln für Tauschpäckchen eben. So, dann haben wir dieses Fach. Hier habe ich noch so durchsichtige Folie. Ach ja. So, jetzt setze ich mich mal in dem Karton. Kurzen Augenblick. In dem Karton sind meine Carbochons. Ja, ich habe nicht geordnet. Da habe ich mein Loom-Zubehör. Geordnete Loom-Bänder. Bunte Loombänder in einer Box. Filzmaterial, Krusch, also heißt Krusch. Noch so Kleinkram, den ich noch nicht eingeräumt habe. Da sind meine Filznadeln drin. All das hier ist halt so Filz und Loom praktisch. Filz und Loom. Kurzen Augenblick. Ich mach's kurz. So, dann habe ich hier, das ist immer so blöd zu filmen, aber ihr kennt es sicherlich. Vielleicht mache ich das Video auch nochmal neu. Mal gucken. Oh, da kommt es schon entgegen. Hier habe ich eine Kiste mit Zubehör. Hey, wo habe ich die denn her? Hä?
Ja, ich habe hier Sachen. Da wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Ja, auch schön, wenn man Sachen hat, wo man nicht weiß, dass man es hat. Toll. Ja, man, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass man eindeutig zu viel hat. Hier ist dann auch nochmal Zubehör. So gemischt halt. Also immer, auch wenn ich mal keinen Bock habe, irgendwas wegzuräumen, wandert das bei mir in irgendeiner Kiste. So, jetzt muss ich euch schon mal kurz weglegen. Boah, der Stuhl nervt. So, in der Kiste habe ich Scrapbook-Zubehör, Zeug, also so Deko halt, Deko-Elemente. Alles, was das Herz begehrt, das ist mein. Den ist, der ist voll cool. Ich habe immer so viele Sachen. Und der ist extra, um hier die Sachen auszupanschen. Und das wollte ich schon vor Wochen gemacht haben. Vor Wochen. Irgendwie kommt man dann noch nicht zu. Total toll. Ich hab echt tolle Sachen. Ich gucke mir die auch total gerne einfach nur an. Brads, die sind total toll. Und sowas und Papierblumen, Sticker. Also total cool, das sind so Rub-Ons. Ne, das sind Sticker. Tiere, so Glitzer, Ruppelfolie, Klebepads, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben, die sind eigentlich woanders. Da war gerade der Akku leer. Nicht Akku, Speicher voll. Diese Bordüre, hier sind noch Sticker, Filzaufkleber, Sticker. Boah, also, soll ich das echt alles zeigen? 3D-Bögen. Hier sind ein paar Reliefsticker, also mehr habe ich noch nicht. Halbperlen, Sticker. Hier sind das alles voller Standsteile von der lieben Gabi und der lieben Christine im Tauschpäckchen. Hier habe ich ein paar Schablonen. Da habe ich Dittelblätter. Habe ich noch eine kindliche Broschüre. Ah, hier sind meine ganzen Rub-Ons. Schön, dass ich die jetzt mal gefunden habe. Das sind so ein paar Rub-Ons. Ich habe echt nicht viel. Also wenn man mein ganzes anderes Zeug vergleicht. Ja, und da ist dann noch jede Menge anderes Zeug drin. Das sind auch noch mal Reliefsticker, aber nur in nur so Hochzeit und so. Also ich hab nur blöde. Ich liebe Reliefsticker, aber ich hab nur blöde. Und das kotzt mich an und ich weiß nicht, die sind ja auch so teuer. Jetzt neulich ist mir ein Angebot durch die Lappen gegangen bei eBay. 650 Bögen. Ich habe 50 Euro geboten. Und für 50,50 Euro ist es weggegangen und ja, war ich sehr, sehr, sehr krantig deswegen. Nun ja, Geld gespart. So, kurzen Augenblick. So, ich wollte das nur gerade schon mal wieder hoch tun. Ach je, da weiß man gar nicht, wo man weitermachen soll. So, dann habe ich da ein Fach, da sind zwei Bastelbücher, da habe ich mal so Perlen drin. Da habe ich mir was angetan mit dem Video.
da seht ihr es nochmal. Alter, da sind Perlen drin. Hier in der Box. Na, komm ich so. Hier in der Box sind meine ganzen Medaillons drin. Ganzen Medaillons, da ist noch irgend so ein Faden. Hier noch so Haarschmuck, Medaillons. Da sind meine ganzen Handybänder. Da sind noch so größere Charmszeug, Medaillons. Ja, kennt ihr sicherlich alle. Dann habe ich hier noch eine Kiste, das sind große Acrylperlen drin. Sind auch ganz schön mal so, um irgendwo hinzuhängen. Vor allen Dingen, das sind jetzt nicht nur so große Beine, sondern da haben wir hier auch Blätter, so kleine. Würde ich da schleifen, so runde, ja, so alles so gemischt halt. Dann habe ich hier eine kleine Box, da habe ich mein ganzes Klebezeug drin. Das sind doppelseitige Klebebögen, das ist Magnetfolie. Ja, kennt ihr alle. So, doppelseitiges Klebeband. Hier ist ein Kleberoller, den lege ich auf Seite, den brauche ich mir nicht. Ja, das ist alles nur so Klebematerial. Und dann habe ich hier eine große Box. Und da ist. Da sind. Scheren drin, das sind. Aua! Das war aber eklig, gell? Da ist mein Board drin für Karten. Nee, hier Umschläge. Hier ist das blöde Lineal aus dem Schibo, also das ist echt scheiße. Ein Kreisschneider. Hier habe ich Klebspray. Nochmal doppelseitiges Klebeband. Schenkboxboard. Ja, da unten ist noch ein Board und da sind noch ein paar Stanzen. Ja. Ist halt alles so zum Schneiden und so. So, jetzt muss ich euch kurz wieder zur Seite legen. Da unten liegt übrigens mein Geschenkpapier, weil ich will nicht, dass das irgendwie kaputt geht. Deswegen liegt das einfach nur blöd auf dem Boden rum. Den Schrank, den hat übrigens mein Freund erbaut. So, dann habe ich hier in dem Fach, ja, wie gesagt, es ist alles voll bei mir. Da habe ich mein ganze Acrylfarbe und hier noch so Metallstifte. Ja, ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Das gehört auch nicht nur mir, sondern das gehört auch meinem Freund. Das ist halt so unsere Malschublade. Das ist so Malecke. Ach, mir fällt aber heute alles runter. Das sind Glitzerstifte aus dem Schiebo. Hier sind noch zwei Pinsel. Da habe ich eine Kiste, wo nur Schlüsselringe drin sind. Hier ein bisschen Glitzerzeug. Hier in der Box sind Perlenmarker und Glitzerstiftezeug. Das ist meine Strukturpaste, meine Strukturspatel. Dann habe ich hier
ein unbenutztes Shibo Set. Also wenn das jemand haben möchte, ich tausche das gern. Das ist so, damit kann man eben hier unten die abgebildeten Sachen prägen. Also wenn das jemand tauschen möchte, bitte Bescheid sagen. Sehr gerne tausche ich das, weil ich habe da keine Verwendung für. Dann habe ich hier, das muss man erst, man muss systematisch hier vorgehen. Zack, da fällt. Hier in der Kiste sind meine ganzen Halsketten, das sind nur Lederschnüre, geflochtene Lederschnüre, noch ein paar Perlenketten und meine Organza-Ketten. Da ist ein Karton mir gerade entgegengekommen. Da sind meine Schmucksteine drin. Da ist eine Box, da sind meine ganzen Perlen, meine ganzen Kugelketten drin. Hier sind ein paar Charms drin. Schlüssel. Hier, das ist meine Box mit den doppelten Washis. Da ist alles doppelt drin, was hier in der Box ist. Da ist mein Dremel, mein Schatz, wie Gießharz. Und ja, hier sind auch nochmal doppelte Sachen drin. Doppeltes Glitzer, hier ist noch ein bisschen Window Color. Ja, hauptsächlich ist in der Glitzer und hier sind auch noch so Magnete. Ja, hauptsächlich alles doppelt. Ja, und das Problem ist, man muss hier wirklich immer stapeln. Und wenn man mal eine Sache nicht mehr weiß, wo die war, hat man echt schon die Arschkarte gezogen, weil es ist ganz schön schwierig, hier immer alles zu stapeln und zu stapeln und zu stapeln. Aber naja. Gibt Schlimmeres. Ah, ich muss kurz einen Augenblick. So. Das war einfach da. Nun ja, dauert ja auch nicht lang, wenn man den Kniff raus hat. Und ich habe jetzt irgendwie sogar hier ein bisschen zu viel Platz, denn aua. Ach man, jetzt habe ich mal noch wehgetan. Scheiß die Wand an. Naja, das soll jetzt mich nicht stören. Das wird da jetzt einfach hingebatscht. Und gut ist. So. Zack. Da ist noch eins. Und da ist noch was. So, dann hier unten haben wir. Oh. Schön Papier. So, hier unten. Da habe ich meine Servietten. Da habe ich aber nur die hier und die hier. Mehr habe ich nicht. Da habe ich ein gemischtes Kästchen. Da habe ich Buchstabenperlen. Hier sind meine Charms. Und hier sind noch, also hier sind nur Charms drin. Ding hier ist voller Scheiß. Muss ich jetzt nicht rausfühlen. Zack. Hier in der Box ist mein Glitter. Hier ist das Zubehör. Das hier sind die Bales. Und das ist jetzt Cellophan-Glitter und hier die Glitterstäbe. Wie heißt's? Schneeflocken. Da
Dann habe ich da hier oben, das sind, ist Zubehör für meine Perlenengel. Das ist nur Perlenengel. Und das sind dann alles Perlen. Ja, das sind jetzt alles hauptsächlich Crackle-Perlen. Dahinter ist noch eine Box. Da sind hauptsächlich Glaswachsperlen drin und diese Würfel. Hier so Millefeuille, so mit Blumen halt. Noch ein paar kleine Crackle-Perlen. Die sind toll, die sind mit Goldpulver. Hier unten sind noch so gemischte. Und da ist nochmal so ein Kasten und da oben sind Metallteile drin, in der Mitte sind Bandklemmen und Ösen und Drähte und unten sind Plastikperlen. Das sind diese ganzen. Hier, das sind so. Jetzt habe ich es schon. Das sind diese so Polaris-Perlen. Ja, ist ja blöd, also wenn man basteln will, dann muss man erstmal 10 Minuten lang sich das Zeug überall raussuchen und ja, es nervt halt ein bisschen. Aber ich kann mich nicht beschweren, ich kann ja froh sein, dass ich so viel Bastelzeug haben darf. So, haben wir hier der Ecke. In der Ecke sind hier sind Neonperlen drin. Da habe ich auch noch mehr von, gerade von den runden Neonperlen. Da habe ich, da wie ihr seht, da habe ich alles voll. Hier sind meine Großlochperlen. Die sind aus Keramik und die anderen sind alle aus Plastik. So, und hier ist dann noch Kram. Ja. Kram. Alles, was man nicht braucht oder nicht vermisst und landet dann halt in irgendeiner Ecke bei mir. Und hier sind noch meine Bänder, beziehungsweise mein Hologramm-Klebeband, das ist ein ganzer Karton voll, wie ihr seht. Das waren ja mal 110 Rollen, die habe ich für 1 Euro ersteigert, also Top-Schnäppchen. Genau, die liegen, oder die stehen halt da in der Ecke. Ja. So, dann in dem Karton hier sind Stoffschleifen drin. Hier ist nochmal Band. Also das ist jetzt so praktisch so Zubehör, so also nochmal so Deko, wie nochmal bunte Briefumschläge. Hier sind so Leoprella-Set. Hier ist meine Pepeo-Farbe. Hier ist Glitzerfarbe. Hier ist nochmal ein Briefumschlagset. Hier sind meine Pastellkreiden. Hier sind 2 neue Cutters. Fotoecken kann man auch immer mal gebrauchen. Noch hier sind nochmal so ein Set. Hier sind noch mehr Leoprella-Karten. Hier ist mein Pepeo Moon.
Hier ist noch ein Bleistift-Set. Hier, die hier sind total cool. Das sind, die sind aus dem Schiebung. Die habe ich auch doppelt, aber die sind voll geil. Das sind so, ja, Farben, aber schon mit einem Borstenteil oben dran. Die sind total cool. Hab zwar noch nichts damit gemacht, aber ich finde die voll cool. Ja. Ist halt auch so. So Zeug. Hier ist noch Faltpapier und hier sind noch so Quillingstreifensets. Ja. So ist das. So, und jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft. Jetzt folgt nur noch ein Regal und das ist das hier. Da haben wir dann in der ersten, ist echt ganz schön viel. Ja. Hier habe ich mein ganzes, das Licht ist jetzt gerade echt bescheiden. Naja, wenn ich, ach man, das Licht macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Nun ja, ich versuche es jetzt trotzdem. Hier ist halt mein Fimo. Hier habe ich so ein bisschen Fimo Microwave. Ein bisschen Fimo Basic. Da habe ich drei Blöcke Professional. Und das ist das ganze Fimo Kit. Ja, da ist auch noch ein normales Fimo. Das habe ich aber nur in dem Karton, weil in meinem anderen Fimo-Karton kein Platz mehr ist. Dann habe ich hier einen Karton. Da sind Glitzer-Sachen drin. Ja, das ist halt Glitzer für den alltäglichen Gebrauch. Da hier habe ich einen Pizzaschneider. Da ist ein Pizzaschneider drin. Fimo-Werkzeug. Das ist eigentlich für Fondant, also für wie heißt es, Marzipan. Eine Klinge. Hier ist noch ein Zubehörset. Für angebrochenes Fimo-Liquid und meine Claygun. Und hier sind Fimo. Hier alles voller angebrochenes Fimos. Angebrochenes Fimo. Da angebrochenes Fimo. Also hier ist halt alles so Fimo und Fimo Zubehör. So, dann ist hier, das ist mein UV-Stabilisator für Gießharz. Hier habe ich Molds für gedehnte Ohrlöcher, aber die sind blöd. Hier ist eine Kiste. Ach, eine Kiste mit bisher gemachten Fimo-Werken, die echt nicht toll sind. Also hier, ihr seht, ich bin überhaupt. Ich kann nichts. Ich bin Fimo. Unbegabt. Hier sind meine Molds. Eine Knopfmold. Ja, halt Molds. Die gelben sind selbst gemacht. Da ist noch ein Gießharzstern, der da
eigentlich nichts drin zu suchen, aber der ist schön. Gefällt mir. Ja. Das sind halt Mulch. Jeder von euch kennt Mulch. Nicht raus, weil die ist ultra schwer. Also da ist ja alles voller Zernit, alles voller Fimo, da sind was weiß ich an die 100 Packen drin und hier auch noch so ein Komplettset. Ja, das ist ein riesengroßer Schuhkarton. Das ist ein Schuhkarton für Stiefel und der ist komplett voll mit Fimo. Also wer Fimo mal braucht und mit mir tauscht, der kann auch gerne Fimo von mir abhaben. Da sage ich nicht nein, wenn jemand das haben möchte. In Ordnung. So, dann geht's hier weiter. Da habe ich zum einen diese Stäbe für Gießharz. Dann habe ich hier einen super tollen Lack. Gedel heißt der. Gedeo von Pepeo. Das ist Gloss Vanish. Das ist praktisch ein Gießharz-Harz-Lack. Also das ist schon, das ist flüssiges Harz. Total gut. Hier ist ein Acrylglanzlack. Ja, hier sind zwei Glitzerdinger. Hier sind meine angebrochenen Glitzerdinger drin. Hier ist Krimskrams drin. Ach, da sind auch noch Molds drin. Hier sind meine ganzen Fimo-Stangen drin. Früchte, Tiere, Blumen, Herzen. Herzen und Blumen und Schmetterlinge. Hier ist noch ein Embossing-Pulver. Das ist das für die Kronkorken. Das ist weißes. Batterien, Charlie, Glitzer. Das hier sind meine einzelnen Cabochons. Alle, die ich nur einmal habe. Cabochons habe ich nicht viele, aber braucht man nicht. Ja, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da ist nochmal alles voller Glitzer. Das packe ich jetzt nicht aus. Hier sind Ausstanzer. Das ist mein Art Porch. Das hier ist alles Mikroperlen. Und das hier ist nochmal Glitzer und das sind Federn drin. Habe ich euch ja in dem Glitzer-Haul schon mal gezeigt, was ich so alles an Glitzer habe. Und das ist da oben drin. Das heißt, das muss man jetzt nicht noch mal extra zeigen, weil das ist ja auch langweilig, wenn man alles 50.000 Mal zu sehen bekommt. Ich muss jetzt hier nur wieder ein bisschen ordnen. Schlimm, da tut man eine Sache verschiebt und dann passt die andere Sache nicht dahin. Kurz einen Augenblick bitte. So, und jetzt kommen wir noch zum unteren Fach. Und zwar ist da jetzt alles, ja, hier ist Silikon. Ist noch ein kleiner Rest. Nicht mehr viel. Dann ist hier Glitzer. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Hier ist Glitzer. Hier ist Glitzer, Kettelstifte, Pigmente. Da sind meine ganzen Silikonformen. Da auch noch Silikonform.
das sind die Rockstar-Hottie-Formen. So. Da hinten ist noch, habe ich euch ja in dem Glitzer-Dingsbums Glitzer-Collection gezeigt. Da ist überall nur Glitzer und diese Nail-Art-Sachen drin. Hier sind Raindrops und Paletten. Glitzersteine. Glitzersteine. Noch eine Form. Paletten. Glitzersteine. Glitzersteine. Hier sind Paletten drin. Das ist Desinfektionsmittel. Schnaps. Schnapsbecherchen, Nailart, Dekosand, mein Gießharz, Glitzer, hier sind noch mehr Stäbchen, hier sind ein paar Nailart-Sticker, hier ist ein Maniküre-Set, ein Perlenroller, hier sind noch mehr Stäbchen und Schnapsgläser, hier ist Fimo-Pigmente, hier ist eine kleine Schachtel mit gemischten kleinen Perlchen, Strasssteinchen nochmal, Nailart-Federn, Roschennadeln, ja, was man halt so braucht. Ja, und liebe Leute, das war es dann auch mit meiner Basteltour, Bastelzimmertour. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr seht, von manchen Sachen habe ich viel, von manchen Sachen habe ich wenig, manche Sachen habe ich vielleicht auch gar nicht. Aber wenn ich irgendwas nicht habe, dann bitte macht mich nicht drauf aufmerksam, weil sonst werde ich es mir dann wieder kaufen. Ich bin so, wenn ich irgendwie was nicht habe, ich habe dann so ein Mangelgefühl und dann wird gekauft und gekauft. Und ich möchte das ein bisschen vermeiden. Ich habe jetzt einen neuen Hamster und ich möchte lieber ein bisschen dem so ein bisschen da Geld investieren. Ich habe ihm jetzt schon mal ein paar Häuschen gekauft und ja, ich möchte halt, dass es ihm lieber gut geht, anstatt ich mir wieder Bastelzeug kaufe. Und vor allen Dingen, ich möchte irgendwann auch nochmal in den Urlaub und ja, man muss halt schon lernen oder ich müsste lernen, was mir im Leben wichtig ist und was eher zweitrangig ist. Und deswegen kaufe ich momentan eher weniger Bastelsachen ein, weil ich hab ja eh genug und nun ja, egal. Aber tauschen tue ich gerne, weil tauschen ist super, weil dann braucht man sich nichts zu kaufen und bekommt vielleicht ein paar Vorräte auch unter die Menschen gebracht. Und es ist cool zu tauschen und wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Ihr habt ja jetzt so einen Überblick, was ich so alles habe. Und jawohl, alles Gute wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.